Sie können genauso gut zeichnen, wie Sie schreiben können. Wenn Sie dann sagen, ja, warum scheint das dann so, als könnte ich nicht zeichnen? Ja, das liegt daran, dass Sie nicht sehen. Und jetzt beobachten Sie einen Künstler auf dem Boulevard. Haben Sie das schon mal gesehen, wenn einer auf dem Gehsteig steht und die Passanten, die vorbeigehen, gegen ein kleines Entgelt porträtiert? Haben Sie das schon mal erlebt? Der schaut nur auf Sie, hier ist die Leinwand, der schaut nur auf Sie und zeichnet. Der sieht Sie nämlich nicht. Ein Kawa ist eine abgekürzte ABC-Liste. Kawa. Wir nehmen das Wort in die Mitte und assoziieren dann. Das steht für kreative Ausbeute, Wortassoziationen. Und dann spielen wir mit Wörtern. Das ist wie beim ABC, nur dass wir nur die Buchstaben haben, die hier stehen. Wenn wir das machen und über ein Thema in der Weise nachdenken und dann zu dem Thema assoziieren, passiert etwas Interessantes. Die Ausbeute ist wesentlich höher, wenn Sie nachdenken wollen. Es gibt Leute, die sagen, ja, da gibt es die Kopferten, die wissen was, die Gebildeten. Und dann gibt es die Kreativen, als seien das zwei unterschiedliche Menschentypen. Und das, müssen Sie begreifen, ist falsch.